Läuft. Läuft. Ein weiterer schöner Tag. Guten Morgen. Morgen zusammen. Samstag. Samstag. Wir gehen um 11 Uhr. Sendung seht ihr 15 Uhr. Leichtes Knacken im Mikro. Bitte entschuldigen. Wir haben natürlich durch die Menge von Netz, allem, was hier rumgeistert, eine Menge Indifferenzen. Aber wir wollen das Beste daraus machen. Hier übrigens, wir müssen gleich mal draufhalten. Ja. Ein legendärer Stand. An dieser Stelle kennen wir den Herrn, sitzen seit Jahren und guck mal darüber. Ein Hammerjob liefern den ganzen Tag bei Hitze, Schnee und was wir alles hatten hier. Der Mann im Dieter Bohlen-Shirt, der steht ja besser als Dieter Bohlen. Was hat er jetzt? Genau. Ich habe hier, das ist ja. Das, okay, lass dich mal überraschen. Kippen. Lass dich mal überraschen. Der macht dich schwarz jetzt. Die sind dreckig wie die Sau. Der macht alle Schuhe schön. Jetzt bin ich wir gespannt. Wir kennen uns seit Jahren. Der hat nicht nur die ich Schuhe bin schön, eine der Mann. Faule Socke. Ich lege den Reiniger da drauf. Ich lasse diesen Reiniger ungefähr 2 bis 3 Sekunden einwirken. Dann hat er seinen Job gemacht und ich brauche nichts machen. Ich kann es wieder abwischen und es ist schneeweiß. Also ist was für Faule, ja? Schauen Sie hier. Muss ich was erklären? Guck dir das an. Du kannst jetzt neu verkaufen auf eBay. Ist unglaublich, oder? Ja. Hammer. Was machst du jetzt mit dem Rest von dem Schuh? Ja, kaufen. Kaufen? Das ist eine Frage. Bei den Sportschuhen ist. Keiner kriegt sie sauber, keiner hat einen Reiniger. Ja. Was machen die Frauen? Schmeißen die Dinger in die Waschmaschine. Richtig. Ja, da gehen die Nähte kaputt, die Kleber halten das nicht aus. Ja. Und das ist nicht Sinn der Übung, denn diese Schuhe sind teurer wie ein Lederschuh. Da hast du recht. Also, optimal. Also, wenn ihr ja hier vorbeikommt, dieser freundliche und junge Mann. Und ganz wichtig, es gibt hier Schuhe ein wirklich schönes Projekt genau mit dem Kaffee. Das ist ganz wichtig. Willst das du da noch was zu gerne ein möchtest du gerade was dazu sagen? Wir sammeln für danke ein Kinderheim. Genau, ganz das wichtig. Wird gebaut und die Spenden, wenn ihr da Kaffee trinkt, tut da einfach ein bisschen was in die Dose. Und das kommt in Sri Lanka 1:1 an. Das ist ein schönes Projekt. Ich suche schon nach der Kohle, ihr seid Zeugen. Da ist keine Verwaltung oder irgendwas drin. Das, das ist schön. Wir machen hier Kaffee, haben wir keine Zeit. Ich trinke gar keinen Kaffee, aber ich tue trotzdem was. Das ist ein echter 10-Euro-Schein. 10-Euro-Schein in die Kasse hier. Vielen Dank für Ihre Unterstützung für Sri Lanka. Kaffee kommen wir später, Geld ist abgegeben. Kein so Problem, sind wir. Kommt er später vorbei. Bis später, macht's gut. Super. Und die geilsten Lederhosen gibt's hier. Wirklich toll. Danke. Wenn du eine Lederhose brauchst, komm und weiteres. Viel Spaß an diesem schönen Samstag. Jo, viel Erfolg, danke euch, ciao. Besser kann man doch nicht einsteigen. Und nichts geplant. Das es war gar nicht geplant. Nichts, gar nichts. Wir machen hier einfach freie wollten Schnauze. Hier so mal richtig. Guck so dir das mal an. Ja, jetzt hast du einen halb geputzten Schuh, gratuliere. Ja, ist auch geil. Cool, sehr, sehr cool. Denn? Also. Ja, wir sind bei Defender Island. Der Showteil Nummer 1. Ja. Hier ist so die Erlebnis-Area. Da kann man anfassen, mitfahren, selber fahren. Da kommt einiges. Ganz wichtig, wusste ich nicht, habe ich gestern Nacht gelernt. Es gibt ein Gewinnspiel von Defender. Echt? Ja. Wer fällt runter? Nein. Wer davon ein Foto macht. Ja. Und das dann postet bei Instagram mit der Verlinkung auf Defender und Hashtag einmal Defender, Hashtag ich, Defender ja und Hashtag Landrover.de. Da müsst ihr mal genau okay gucken. Ja, ja. Lest da mal nach. Der kann ganz cool ein Basisfahrtraining in Wülfrath von Land Rover und Defender gewinnen. Super Erlebnis. Phil, the Sunnyside, ein Sunnyside-Tay for you. Auf jeden Fall ein wirklich tolles Ding. Dein Lieblingsauto? Mein absolutes Lieblingsauto. Sascha liebt dieses Auto. Kontonummer wird eingeblendet. Ja, genau. Ihr könnt gut mir den auch gerne einfach nur vor die Tür stellen. Bitte, muss auch nicht bitte der V8 sein, geht ein Diesel. Sehr geil. Wo sollen wir lang? Sollen wir so rumgehen? Die Regie, glaube ich, meint, wir sollen ungeplant nach rechts laufen. Wir laufen also, ungeplant wir machen das nach. Die Regie plant ungeplant nach rechts, das ist auch sehr schön. Hier wird den ganzen Tag gefahren, wir werden das sicher noch in irgendeinem Video eingefangen haben oder nochmal einfangen. Aber hier kann auch jeder mitfahren, genau, also anmelden und ja. Auch sehr, moderiert, sehr schön. Der Herr, der das den ganzen Tag macht, ab in einer halben Stunde, Stunde, ist mega drauf, der macht ja hier eine Riesenparty. Also das geht dann los. Ihr wundert euch nicht, dass wir jetzt gehen, aber der große Andrang wird gleich kommen. Ja, hier wird es nachher richtig, richtig voll. Deswegen machen wir das immer so, unsere Morgenrunde so gegen 11 Uhr. Hallo zusammen. Machen wir alle mit, super. Wir haben euch gerade gelobt.
Sehr ja, gut, genau. Sehr schick. Genau, wissen wir, wir fahren mit, alles gut. Logisch. Ist Defender Island dieses Jahr. Mega Auftritt. Und schön, ne? Schön. Einfach nur schön. Schön gemacht. Hier, weißt du noch? Micha, halt mal auf das kleine Auto. Ja. Am ersten Tag, wo wir hier waren, am Sonntag, ja, wir konnten es nicht sein lassen, wir sind direkt mit diesem kleinen Mini-Defender gefahren. Ja. Also das macht schon Laune, das Ding. Ihr seht auch, es ist natürlich eine geprüfte Defenderin dabei. Eine geprüfte Defenderin? Eine Dame, die hier guckt, dass das alles passt. Sie hat auch ein Notaus in der Hand. Wir dürfen die junge Dame kurz zeigen, oder? Da gibt es ein Notaus in der Hand, nur wegen rechtlicher Sachen sind wir vorsichtig, ganz klar. Vielen Dank, wir sind ja versuchen seriös zu sein. Aber ihr seht die Trainerin daneben, die kann jederzeit eingreifen, da kann nichts passieren. Aber fahrt hier mal, kommt her zur Abenteuer Allrad, ihr macht einen tollen Job, klasse. Viel Spaß heute, danke. Super cool. Also Batari Fahrzeugbau hier. Noch ist es wirklich entspannt hier durchzulaufen. Ja, ganz toll. Schön hier, oder? Das ist wie rein Fernsehen und raus Fernsehen, nur ohne Fernsehen. Ja, besser geht nicht, ne? Nee, also besser geht nicht. Da sitzt du über den Löwen, da kannst du die Löwen streichen. Nee, vor allem, du musst aber, wie so leicht am Nieseln ist. Ja. Ne? Du kannst das trotzdem auflassen, sitzt genau draußen. Guck da unten. Fährt mal oh, der wird ja nass und schmutzig. Ist egal, den nehme ich trotzdem. Sascha nimmt jeden hier. Ich aber auch. Ja, ne? Ja, das wenn man da mal mitgefahren ist, ist so schon beeindruckend. Finde ich ein schöner Wagen geworden. Ja. Kostet auch 2-3 Euro, aber... Ja. Aber dafür kriegt man was, ne? Ja. Und da geht was auf der Strecke. Wer da noch nicht mitgefahren ist... Macht das. Wirklich mach toll. Das. Hier, nach Defender, schalten wir um zu zurschienen.com. Ein alter, bekannter Caravan-Salon, egal wo. Auf überall euch dabei. Bei mir. Ihr seid überall der Inbegriff dabei der Tourschienen. Vollkommen richtig. Flexible Transport. So sieht's aus. Tutor. Wir müssen mal in Ruhe was machen, ein Einzelvideo. Wir sehen uns so oft. Spätestens am Caravan-Salon. Haut rein. Viel Erfolg. Wahnsinn. Ja, gut. Wir verstehen uns blind. Da sollte man einmal kurz reinhalten, oder? Ja. Das sind immer. Wir machen mal einen Abstecher hier rüber. Der Micha sagt, das ist okay für ihn. Das ist schön. Na. Hier unten, ganz hallo kurz, Tobi. Ja. Hier unten mal, weiß ich nicht, kannst du da rein von ja, hier so mal. Ja, einmal so eine Flucht da nehmen. Nur da hinten unten. Da ist halt so eine Vortragshalle, da werden halt Vorträge logischerweise gehalten. Und ist auch ganz spannend und interessant. Da wollen wir jetzt nicht stören, wir gehen hier rum. Aber dass ihr da mal seht, das ist auch alles hier. Hier hinten fahren ja dann unsere Katwis, unsere absolut verrückten Freaks und Cracks. Kein Problem, wir sind ganz authentisch, die dürfen sich ganz frei bewegen. Komm mal mit. Ah, okay. Kann man schnell gucken hier. Hier, guck mal da, super hier, das ist richtig geil hier. Das ist perfekt. Hallo! Ha. Rein elektrisch? Ja. Das haben wir ja schon gezeigt. Haben wir vorgestellt. Oder kommt noch das Weh? Bei mir kommt's noch. Stimmt, bei mir auch. Ja, stimmt. Stimmt, aber haben wir noch gar nicht. Freut euch aber drauf. Da kommt was. Sascha hat ein tolles Erlebnis gehabt an diesem Stand. Ja. Ist dir noch schlecht? Leicht. Nee. Sehr schön. Die Angst ist auch gewichen. Perfekt, also Wahnsinn. Wir timen gar nichts. Und hier kommt alles gerade vorbeigefahren. Ist das schön. Ja, ihr Lieben. Dieses Projekt habe ich letztes Jahr gefilmt. Tolle Geschichte, könnt man euch verlinken oben. Eine ganz interessante Ausführung eines Caravans. Klappst du auf, bist du kompakt. Normalerweise ist er nämlich nur halb so lang. Heiß begehrt. Klein beim Fahren, groß beim Wohnen. So schaut's aus. Aber wie gesagt, das Video vom letzten Jahr ist oben eingelinkt. Wunderbar. Schönen Tag euch. Euch auch. Nehmt viel Sonnenmilch. Ja. Und was auf dem Kopf. Wir kümmern uns um die Aussteller. Ach Mensch, ist das herrlich, du. Das ist Flow. So schön. Es ist wie so eine riesengroße Family, sag ja ich immer. Das ist so toll. Die sind richtig bequem. Und ich bin schwer am Spekulieren, ob ich mir nicht nach der Messe so einen abgreife. Ganz ehrlich. So ein Tono, ne? Ja, aber die blasen sich auch selber auf durch einmal genau schütteln. Ja. Coole Geschichte. Und?
alle Tests bestanden gerade. Ja. Ach nein, ey, ist das schön. Sommer, Sonne, Sonnenschein, ne? Sommer, Sonne, Sonnenschein, gab's da nicht einen Song? Nee. Ja. Ach, besser, nein, wir lassen nein, das wir mit dem nicht. Singen, liebe Zuschauer. Wir lassen's. Den hast du gemacht hier, gell? Da habe ich ein Video gemacht. Der kommt noch. Ein Hammer. Der Campus. Was sagst du zu dem? Sensationelles Konstrukt und umgesetzt. Also vor allem vom Preis her habe ich gehört. Ja. Ich habe erst doppeltes geschätzt. Ja. Gell? Immer schätzen vorher. Ihr könnt gerne mal schätzen. Schreibt es unten mal in die Kommentare. Wie gesagt, Video von dem kompletten Fahrzeug kommt bei mir auf dem Kanal. Ich habe mir den angeguckt. Ganzjährig. Genau. Ja, hat er gesagt, wintertauglich? Ja, denke ich. Also du kannst ihn auf jeden Fall voll nutzen. Genau, er schreibt es an die Tür. Ja. Ist halt wirklich toll, weil du brauchst im Grunde kein Gas, außer zum Kochen. Ja. Weil Heizen... Ist so. Was Witziges haben wir auch links. Wenn wir Tiny Tube machen, dann machen wir Tiny Stove. Und da halten wir noch mal verdeckt kurz drauf. Das ist absolut angesagt. Diese kleinen Dinger machen eine unglaubliche Umgebungswärme in der Atmosphäre. Ja. Absolut. Ich zeige euch gleich beim Vorbeigehen ein Fahrzeug, wo so einer drin ist. Sehr cool. Du weißt, wo der ist. Ich weiß, wo einer eingebaut ist. Prima. Prost übrigens, liebe Leute. Wir sind wassertechnisch unterwegs. Du hast nichts? Ich habe diesmal nichts. Oh nee. Hältst du durch? Ja, schaff ich. Ja, du lallst noch nicht. Wir waren auch sehr anständig gestern Nacht. Wir sind mit der Taschenlampe übers Gelände gestriffen. Sascha mit Max von der Abenteuerallrad. Das ist ein super Video geworden. Ohne Quatsch. Es geht zwar 1 Stunde 20. Wir haben eine Nachtwanderung mit einer Taschenlampe durch die Messe gemacht. Das kommt heute Abend um 18 Uhr bei mir im Kanal. Links, der Mann, der kann reden 10-fach so viel wie wir beide in unseren besten Zeiten. Unser Frank von Solvio, klar, überall. Ihr wisst, wir sind echt begeistert davon. Ja. Und, brauchen wir nichts verlieren drüber, gell? Ja, ich glaube, das wissen alle Zuschauer. Das wissen alle. Also, das ist so ein Produkt, 200% überzeugt. Ja. Also das ist wirklich... Und wir haben den Frank beim Arbeiten erwischt. Auch cool, freut sich sein Chef. Genau. Schöne auch Grüße an, nach Belgien. Wollte ich gerade sagen. Und unseren lieben Kumpel dort. Ja, Hühnerkopf, Klaus Hühnerkopf. Auch oft gefilmt, vorgestellt mit seinem sensationellen Cabrio-Sprinter, der übrigens zum Verkauf ist. Also wenn einer Bock hat, der baut euch den auch nochmal um, kein Problem. Macht er. Das ist so das Papamobil. Wir haben den nochmal schön gefilmt. Hühnerkopf, auch bekannt, ne, von den schönen Fenstern. Ja. Und vor allem, du hast eins, wenn du da reingehst, automatisch obendrauf fängst du an, die Hand so zu bewegen. Ja. Automatisch. Die Hand geht hoch und du winkst eine Menge. Winken. Ja. Klaus Hühnerkopf, was muss man da erklären? Nicht. Legendär. Ja, das ist das. Die Fenster, ja, das ist die oberste Speerspitze im Wohnmobil. Total. Zubehör, oh Gott, der wird mir hören, der wird mich so lieben, du. Wir kriegen übrigens nichts von niemandem hier. Nee, ist so. Nee, den muss man nochmal sagen. Hier die Stuhltester von Whisper Power. Genau. Die, Hast du schön gesagt. Wir haben eine Kooperation mit einem Stuhlhersteller, die testen den ganzen Tag die Stühle. Ja. Boxmanufaktur.com. Das sind alles Nummern hier. Das ist so toll. Aber Whisper Power, da weißt du, was Whisper heißt? Leise mit der Power umgehen. Also die machen eben auch hier Autarkie. Mit Leistung ohne Ende. Autarkie, ein Riesenthema. Wir haben links, rechts, überall. Wir können nicht auf alles eingehen. Der Falterladen hat sich auch guten Ruf erarbeitet. Da hast ja du wieder was gefilmt. Und genau das, das Fahrzeug hat diesen kleinen Ofen drin. Der ist das? Der hat ihn drin. War schon bei dir am Kanal oder kommt? Kommt auch noch. Cool. Wir haben, ihr merkt, wir haben wirklich so viel. Ja, im Vorlauf. Wir könnten jede Stunde ein Video, aber... Man muss das ja auch ein bisschen entzerren. 2-3 Stunden dazwischen. Ja, aber ich habe morgen 7, ich muss alle 2 Stunden eins machen. Ja, Wahnsinn, ne? Und dann senden wir danach noch, da haben wir noch was Besonderes von nach der Messe. Genau. Und das sagen wir aber nicht. Nein. Weil wir ja gar nicht wissen, wie wir es genau machen. Aber, aber wie gesagt, das Fahrzeug, richtig toll. Und warum laufen wir alle erstmal hin? Wegen diesem venezianischen Spiegel. Genau. Wir haben diesen Spiegel, du kannst von innen, ich habe es mir ja von drinnen angeguckt, super rausgucken. Ja. Es ist wirklich toll. Das Auto von 4Wheel24.
Ganz selten, weil als 15, 19 fast nicht zu kriegen. Ja. Hat er mir gesagt, das ist wirklich schwer gewesen. Gibt es eine Handvoll nur noch. Und komplett unten alles neu gemacht und dann oben die Kabine oben. Sag mal, dann kannst du mir erklären, was das ist. Weil ich hätte gesagt, eine falsch montierte Solarplatte. Nein, ist es nicht. Es ist eine Heizung. Eine Heizung? Es ist im Grunde eine Wärmetauschplatte. Also es ist Solarthermie. Ja, man sieht ja hier. Genau, du hast da oben die kleine Solarplatte. Wow. Hier ist ein Lüfter drin. Ja. Und der saugt dir im Grunde hier die Luft von außen an. Die wird durch diese schwarze Platte logischerweise erwärmt und drinnen dann ins Fahrzeug abgegeben. Krass. Das bringt aber richtig Leistung, kann ich mir vorstellen, weil das ja eine mega Fläche ist. Man muss sich mal überlegen, das hier ist natürlich wirklich billig dann, weil du erwärmst einfach nur die Luft. Du brauchst keinen Strom für den Lüfter. Nachhaltig, ich traue es ja, nicht. Ja, ich wollte es nicht sagen. Aber stell dir mal vor, du machst davon zwei, drei Stück auf jede Seite und aufs Dach. Ja. Du heizt die ganze Kiste damit. Also das ist wirklich, wirklich toll. Tolles Projekt, toller Duft. Das Auto, ich habe es Wunderbaum genannt, im positiven Sinne, weil wenn du vorbeigehst am Aufbau, war das so, du riechst den. Du riechst das Holz. Innen drinnen auch super gemacht. Also guck das Video hier beim Sascha. Kommt, dann linken wir es nach irgendwo, oder? Ja, wenn ja, nicht wieder vergessen. Kannst du nachträgen. Ja. Aber hier gibt es sowieso viel zu sehen an diesem Stand, gell? Hier ist viel, hier ist wirklich viel, ja. Ich habe noch eine Buchvorstellung mit einem ganz sympathischen Herrn. Da werden wir dann später noch über sein Projekt sprechen. Der kümmert sich um die Selbstauswahl, hat da wirklich einen Wissenschatz zusammengetragen. Okay. Ganz interessante Nummer, kommt noch, haben wir noch. Und ja, wir müssen noch. Wir dürfen noch. Wir dürfen noch. Ulstein Concepts mit Lights Herr Regiemann, wo sind wir zeitlich? Ja, wir laufen gut. Wir laufen gut. Bis nachher, Will 24. Da gehe ich später vorbei hier. Vortag hat er auch noch hier zwischen 14 und 15 Uhr. Entschuldigung. Ja, jetzt kommen wir natürlich zum Zelt mit Tiger Expert und so weiter. Aber eine Sache muss ich dich jetzt noch fragen. Mhm. Weil ich weiß nämlich genau, dass die Fragen nämlich dann im Video nachher unter die Kommentare kommen. Wo ist dein Hut? Scheibenkleister. Tut mir so leid. Ich schwöre dir, die Kommentare kommen wieder. Okay, es war Wahnsinn, die Reaktion. Ich hatte es gestern automatisch aufgesetzt, aber ich schäme mich. Also er hat es nur vergessen. Er läuft bestimmt nachher noch damit rum. Eine kurze Anekdote vom Aufbautag. Wir sitzen abends vorm Fahrzeug. Ja, da kommen wir hin. Wir haben nur genug Speicher gerade. Danke dir, super. Und dann kommt ein ganz lieber Herr, der jetzt gerade Kunden berät oder Interessenten berät und garantiert zu Kunden macht, mit seinem Wagen und seiner Vorstellung seiner Produkte bei unserem Stand vorbei und sagt, guck doch mal vorbei mit der Kamera. Ja. Und so sind wir da, hier gibt es Fälle und wieder Nachhaltigkeit und Second Life. Ja, mit den Fällen Second Life ist... Aber voll. Ja, voll. Volltreffer. Volltreffer. Also schaut auch hier also vorbei. Also hier, wie gesagt, auch gerne vorbei. Verkauf mit Beratung und Herz. Das ist schön. Das ist, war sehr sympathisch, wie der Herr bei unserem Stand war. Viel Hallo. Erfolg euch. Ihr seid gerade im YouTube. Wir machen ein bisschen Werbung für euch. Ja, immer. Und Fälle, nicht nur im Winter, wenn es kalt ist. Es ist im Sommer herrlich akklimatisiert. Du klebst nämlich nicht, wenn du die auf dem Sitz an. Das ist total klasse. Auf der rechten Seite Tiger Expat. Ja, auch ein ganz großer mittlerweile, ne? Echter Player. Und liebe Bekannte, die Markenbotschafter sind Hermann unterwegs. Liebe Grüße nach Manitoba. Wir haben vorgestern noch gemeldet. Die haben auch während der Pressekonferenz und Vorstellung sich live dazugeschaltet. Ja, ich möchte jetzt nicht tauschen in Kanada, Manitoba, aber hier ist auch ganz cool. Hier ist auch cool. Schöne Grüße an die beiden. Die sind ganz lieb. Am P1 sind sie lange bei uns gesessen, letztes Jahr in Düsseldorf. Ganz toll. Da werden wir uns mal extra drum kümmern, um das Thema. Ach ja, Entschuldigung. Ganz kurzer Wink zur Linken. Die Eiche.org sind immer schon hier auf diesem Platz oder lange. Schaut euch das mal mit den Dachzelten um. Bringen Bildung nach Afrika. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Schulprojekte in Afrika wirklich am Land draußen macht. Da, wo kaum noch einer hinfährt. Okay. Da wird gesammelt und da sind Lehrer dabei und dann wird und super unterstützt. Schönes Projekt. Also, ganz tolle Geschichte. Macht da was dafür. Ihr seht es unter
Off the Road in Afrika und die Eiche.org findet ihr alle Infos. Die Arche.org. Man muss für alle was tun. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder Richtung zu uns. Ja. Es ist so ein schönes. Ah, die Flächen hier, es ist so toll. Hier ist Scotty Grill. Da ist unsere Mobilbar. Die wird hier durchgezogen. Die Arche. Scotty Grill. Ja, ist ja auch so eine Nummer gerade. Scotty. Ja. Wahnsinn. Ja, ist aber auch so ein Macher, gell? Ja, so ein Macher. Hier durch, voll durchgestylt in Scotty und. Ja. Aber das werden wir auch extra nochmal machen. Guckt beim Markus-Fan von Wien nochmal rein, der hat Scotty viel gemacht schon. Wemo, Mensch, komm, wir haben miteinander gefrühstückt. Ja. Sagen wir mal einmal Hallo, oder? Die sind auch internetaffin, weil er macht sehr viel YouTube-Wissen mitteilen. Genau. Nicht YouTube-Wissen, sondern Kühlaggregat und Kompressor-Kühlboxen, Kühlschränke. Der kennt sich echt aus. Ganz fundiert. Ist schon toll, ne? Wird hier mitgenommen. Und einen Lieferdienst haben sie für die, die in der Camping-Area stehen. Das habe ich heute Morgen toll gefunden. Hast du, genau. Das habe ich toll gefunden. Also wirklich, die Leute, wenn die das hier kaufen, er hat es dann angeboten, runter zum Camp mitzubringen, genau. Abends. Und dann muss man das halt nicht jetzt hier rumschleppen. Ihr habt ja beide eine schon, gell? Ja. Ach, der Mischa, der Kameramann, Wemo. Hallo. Ach, süß. Hallo. Ja, links natürlich vom Mischa aus gesehen, Entschuldigung, haben wir Autarka, Platzhirsch, hier an dieser Stelle immer zu finden, in seinem Grün-Grau, nicht zu übersehen. Ach Mensch, guck dir, das Dachzelt ist auch der Wahnsinn hier, ne? Das ist riesig. Da hast du Liegefläche. Und mehr. Kannst du Party machen, du. Party oder viele Kinder oder so, also da geht schon was. Also nicht die Kinder dann machen auf der Party, sondern, ja, Schluss. Piep! Piep, rausgepiept. Ist rausgepiept, jetzt ist es rausgepiept. Sollen wir geradeaus gehen? Ich würde fast sagen, oder? Weil hier sind wir ja eigentlich schon bei uns. Da sind wir wieder bei uns. Das hier ist auch ganz lustig, ja. Dass die Autos, die fahren dir über den Kopf. Genau, und man sollte vorher warten, wenn da einer drüber fährt, das kann mal ein Steinchen springen. Drunter stehen bleiben ist auch eher, ja, aber passt schon. Es ist abgenommen. Genau. Und wer lesen kann, ist gleich im Vorteil. Ja. Dieses Auto finde ich super, der war letztes Jahr schon da, allerdings noch nicht so gepimpt. Die Farbe knallt halt richtig, gell? Most Wanted. Most Wanted, cool. Ja. Warum nicht? Ausbauer. Unfassbar schöne Fahrzeuge. Gell? Für jeden Geschmack was dabei. Der ist schon riesig, ne? Wow. Der wow. Ist schon riesig. Macht was hier. Ganz toll. Ach, ein schattiges Plätzchen, ne? Ja. Also die Messe ist eindeutig zu kurz. Ich kann es mir mal sagen. Ich bin jetzt, wenn es die Orga hört, hoffentlich werde ich dann nicht des Landes verwiesen, des Landes Frankens für 10 Tage Abenteuer Allrad ab nächstes Jahr. Ich weiß, wer das so. Damit wir Zeit haben, alles durchzufilmen. Danke, Marion. Die killt mich jetzt dann. Marion freut sich gerade, ja. Sollen wir mal eine Abstimmung machen, was die Leute davon halten würden? Ja, ja, aber dann würden sich die Tage entzerren. Ich meine, der Aufwand ist ja betrieben. Die Autos sind ja da. Die, glaube ich, die Aussteller, gut, die müssen natürlich mehr Personal als vorhalten und mehr Pommes rauffahren und mehr Funksorgen und alles noch was, aber... Apropos Pommes, ich glaube, ich könnte heute eine Pommes vertragen. Ich brauche jetzt dann auch was. Wir sind echt schon gut unterwegs heute. Und wo kommen wir raus? Was für ein Zufall? Wo wir gestartet sind. Das ist Teil 3. Ohne Ansprüche auf irgendeine Vollständigkeit, was nicht möglich ist, weil dann müssten wir 37 Teile machen. Genau. Wir machen immer so einen kleinen Querschnitt, einmal mal durch, so das Grobe mal zeigen, so ein bisschen die Wege. Was ist da? Wer ist da? Wir machen jetzt heute noch einen schönen Tag. Was super entspannt jetzt. Vielen Dank, Mischa. Klasse. Ja, das ist schön. Puh, Flow. Ja. Genau. Und ich gebe mir jetzt auch einen Teil von meinem linken oder rechten Schuh putzen. Das ist ein Wort. Der ist immer noch sauber, guck mal. Das ist der Hammer, ne? Und den Kaffee hole ich mir. Also, ihr Lieben. Haut rein, wir sind gern für euch da. Lasst mal ein Like da zur Belohnung oder einen Kaffee oder ein Wasser oder sonst was, wenn ihr vorbeikommt. Genau. Und
Also. Unten gibt es den Thanks-Button. Ja, geht auch. Wollte ich immer schon mal ankündigen hier. Thanks-Button. Asche in die Tasche. Tschüss. Alles gut. Wir kommen klar.